Wie machen wir den Wald in unserem Land fit für die Auswirkungen des Klimawandels? Unter diesem Motto könnte die Exkursion des Forstvereins Mecklenburg-Vorpommern am 1. Oktober 2021 gestanden haben. Rund 30 Mitglieder waren der Einladung gefolgt, um sich im Forst Taubenberg im Forstamt Dagun gelegen ein Bild von der Arbeit eines privaten Waldbesitzers zu machen. Der Forstverein organisiert Exkursionen und Reisen zu Fortbildungszwecken für Förster und Angestellte der Forstbehörden. Die Philosophie ist, dass die Forstleute häufig Einzelkämpfer sind und wir uns austauschen müssen, um das Wissen zu erweitern, die Erfahrung auszutauschen und Entwicklungen voranzutreiben von Best Practices sozusagen. Der Forstverein Mecklenburg-Vorpommern kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1899 wurde in Schwerin die Agrarwissenschaftliche Gesellschaft gegründet, auf die der Forstverein sich beruft. Der Waldbesitzer und Forstmann Hans Leopold von Sperber ist heute Gastgeber für die Exkursion. Der ehemalige Forstwissenschaftler hat sich nach seiner Pension den Traum von einem eigenen Stück Wald erfüllt. Im Osten der Republik gab es noch Chancen. Die Gestaltung des Waldes hat sich in den letzten Jahrzehnten entscheidend gewandelt. Monokulturen gelten sowohl ökologisch als auch ökonomisch als verfehlt. Mischwald ist die Antwort. Aber wie erzeuge ich einen ausgewogenen Mischwald? Wie fördere ich unterlegene Baumarten? Wie erzeuge ich den Ausgleich zwischen Ökologie und ökonomischen Zwängen? Zudem ist der Wald in Deutschland ein Erholungsort. Auch das gilt es zu berücksichtigen. Weitere Fragen? Auf der Exkursion lassen sich die Themen anschaulich diskutieren. An einem Waldstück geht es konkret um die Frage, wie Eichen gegen schneller wachsende Baumarten wie die Buche geschützt werden können. Das kostet den Forstbetrieb Geld. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müssten wir es lassen und einfach der Natur seinen Lauf lassen. Aber wie gesagt, wenn der Waldbesitzer trägt die Entscheidung, wenn er sagt, ich möchte meinen Eichenanteil erhöhen und die Qualität ist so gut, ich möchte das Geld in die Hand nehmen, auch ohne zu wissen, was in 150 Jahren ist, kann man das machen. Das letzte Wort hat der Waldbesitzer. Hier konkret müsste man Geld ausgeben, das ist die sogenannte Jungfuchspflege, dass man einer Baumart hilft, das ist die Eiche, das ist eine ausgesprochene Lichtbaumart, aber die ist von der Wuchsleistung in dem Alter der Buche unterlegen. Und die Buche würde hier alles überwachsen. Und worauf es hier ankommt, ist, die gratis Naturkräfte nutzen, aber es muss auch ein Wald entstehen, den man auch in 100 Jahren benutzen kann. Das heißt, er muss auch eine wirtschaftliche Funktion erfüllen, neben der ökologischen. Deswegen ist die Fragestellung ganz interessant, was die Mischung der Baumarten angeht und, worauf ich immer wieder hinweise, die Verteilung des Wassers. Ja, das hat man aus meiner Sicht eine ganze Zeit gar nicht so recht beachtet. Aber heute geht es darum, wie verteile ich optimal das wenige Wasser, was wir auch im Wald abbekommen, auf die Baumarten, mit denen wir dann eigentlich auch Geld verdienen wollen. Es ist spannend zu erleben, wie die Forstleute mit dem Wald umgehen. Die Eiche, deren Emporkommen gerade diskutiert wurde, wird erst in 150 Jahren ausgewachsen sein. Im Wald und in der Forstwirtschaft geht es um Lebenszyklen, die ein Menschenleben kurz erscheinen lassen. Ein guter Forstmann hat dabei den Anspruch, den Wald besser zu hinterlassen, als er ihn vorgefunden hat. Auch für den Waldbesitzer von Sperber ein Credo. Besonders interessant fand ich einige Diskussionsbeiträge, die mich nachdenklich gemacht haben und mich veranlassen würden, doch über das eine oder andere nachzudenken, ob wir es in Zukunft anders machen. Das Ziel war genau das. Also der Forstverein hat ja als Hauptziel eigentlich Fortbildung der Forstleute. Und ich habe es schon gesagt, den größten Fortbildungsvorteil hat eigentlich der Gastgeber. Der Vormittag geht auf dem Natur- und Erlebnishof Recknitzberg zu Ende. Hier erwartet die Teilnehmer eine Fleisch-Gemüsesuppe und die Gelegenheit zum weiteren Erfahrungsaustausch. Der Wald zwischen Natur, Umwelt und Artenschutz, nachhaltiger Bewirtschaftung und als Erholungsort für Einwohner und Gäste des Landes bleibt ein Thema, auch für uns.